Sie können sehr gut sehen und sie können sehr gut riechen. Sie schaffen's gut, durch ihre eigenen Tunnel durchzukriechen. An ihren 8 bis 10 meistens ganz dunklen Rückenstreifen und ihren 24 Zentimeter langen Schweifen. Daran, dass sie starke Krallen an den Pfoten haben, wodurch sie in der Lage sind, so richtig gut zu graben. An diesen und dann noch so ziemlich vielen anderen Dingen erkennt ihr, dass wir gerade ein Lied von Erdmännchen singen. Die Erdmännchen, ein starkes Team, denn sie vergessen keinen. Einer ist für alle da und alle nur für einen. Wache schieben, babysitten, jeder hat nen Job. Erdmännchen sind nicht nur süß, Erdmännchen sind top. Was ich bei diesen Erdmännchen total erstaunlich find, ist, dass sie zwar sehr klein, doch trotzdem Raubtiere sind. Und eines noch, was wohl die allerwenigsten nur wussten: Erdmännchen gehören zur Familie der Mangusten. Wenn sie so durch die Gegend schauen, dann sind sie trotzdem fleißig. In einer ihrer Kolonien, da leben bis zu 30. Und wenn sie Hunger kriegen, sind's vor allem die Insekten, die ihnen wohl von Anfang an am allerbesten schmeckten. Die Erdmännchen, ein starkes Team, denn sie vergessen keinen. Einer ist für alle da und alle nur für einen. Wache schieben, babysitten, jeder hat nen Job. Erdmännchen sind nicht nur süß, Erdmännchen sind top. Sie leben in Savannen, in Südafrika, Botswana und Angola oder in Namibia. Das alles liegt total weit weg und deshalb bin ich froh. Ein paar von ihnen wohnen auch bei uns im Kölner Zoo. Die Erdmännchen, ein starkes Team, denn sie vergessen keinen. Einer ist für alle da und alle nur für einen. Wache schieben, babysitten, jeder hat nen Job. Erdmännchen sind nicht nur süß, Erdmännchen sind top.